Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich bin auch ganz gut zu verstehen. Nochmal ein kurzes Feedback. Dankeschön. Ja, wunderbar. Also, ich habe die Ehre, Ihnen heute das Projekt Meistersinger Reloaded vorzustellen. Ein Kooperationsprojekt, was ausging von der Singakademie Dresden unter meiner Leitung mit dem KI-Startup Aleph Alpha, von dem Sie vielleicht auch schon gehört haben oder gelesen haben in der Presse, und Studierenden der TU Darmstadt. Ja, meine Einstiegsfolie, auf der sehen Sie Richard Wagner bei der Arbeit an seinem Amiga 500 Homecomputer. Wer den vielleicht nicht mehr kennt, weil Sie alle zu jung sind dafür. Darauf habe ich so meine ersten Gehversuche gemacht. Das war ein tolles Gerät, bis irgendwann das Netzteil aufgab. Wie auch immer, Sie sehen natürlich, dass dieses Bild nicht real ist, sondern durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde. Und da sind wir auch schon mitten im Thema, also Kunst, Kreativität, künstliche Intelligenz, wie geht das zusammen? Geht das überhaupt zusammen? Das war Ziel des Projektes, das so ein bisschen zu erforschen. Wie ist der State of the Art in diesem Feld? Und ja, Sie sehen, dass es von DALL-E generiert wurde, von OpenAI. Das können Sie selber auch testen, kann man sich anmelden, bekommt dann auch so Credits immer jeden Monat nachgefüllt, mit denen man Dinge erzeugen kann. Und das war der sogenannte Outpainting-Modus. Das heißt, Sie bekommen ein Bild. Das sollte jetzt gleich, Moment, genau, hier auch zu sehen sein. Auf der linken Seite das Original, eine Fotografie aus dem Jahr 1860. Und Sie können dann ein sogenanntes Generation Frame festlegen auf der rechten Seite hier des Bildes und geben dann einen Prompt ein, in dem Beispiel eben ein Amiga 500 Home Computer oder so ähnlich. Und dann versucht er Ihnen das Bild in diesem Stil zu ergänzen. Ja, die erste Frage, die Sie sich vielleicht stellen, ist, warum gerade Wagner bei diesem Projekt? Und Sie sind nicht die Einzigen, die sich vielleicht diese Frage stellen. Ein Projektmitarbeiter brachte es am Anfang so zum Ausdruck, ja, das ist ganz toll, was wir hier machen, aber muss es unbedingt Wagner sein? Können wir nicht einen anderen Musiker nehmen? Können wir nicht einen Komponisten nehmen, der nicht solche Kontroversen mit sich bringt? Und ja, also es ist eben die Frage, wie kann man diese ganze Geschichte verbinden, also diese schwierige Rezeptionsgeschichte mit der tollen Musik, die Wagner geschrieben hat. Und man muss dazu wissen, dass wir bei der Singakademie in Dresden immer ein jährliches Thema haben. Wir denken in jährlichen Zyklen. Und im letzten Jahr war dieses Jahresthema Glaubenssätze. Das bedeutet, wir haben diesen Schnittbereich zwischen Kunst und Religion auch erforscht. Und es ging auch darum, was ist die religiöse Dimension von Kunst? Und da spielt ja gerade im 19. Jahrhundert sehr stark, ja auch schon früher, die Rolle der Glaube an das Genie. Das heißt, Genie, eine sozusagen unerlernbare, gewissermaßen göttliche Begabung. Und ja, also da kommt man um Richard Wagner, glaube ich, nicht herum, der so ein bisschen der Inbegriff dieser Selbstdarstellung auch war im 19. Jahrhundert, das selber auch sehr forciert hat, sich so darzustellen. Und man kann das ja auch erkennen an der durchaus religiösen Terminologie rund um seine Rezeption auch heute, also Bayreuth, der grüne Hügel als Tempel, zu dem man pilgert, ja, diese ganzen Worte, ja, zeigen ja schon, wie auch diese Aufladung dort stattgefunden hat. Und speziell in Meistersingern ist es natürlich auch so, dass auch Kunst als zusammengehörigkeitsstiftendes Element vorgestellt wird, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Alex Ross, der Musikkritiker aus den USA, hat es so auf den Punkt gebracht: Im Guten wie im Schlechten ist Wagner die einflussreichste Musikfigur in der Musikgeschichte. Gut, das ist natürlich erstmal ein Statement, was es auch zu begründen gilt. Aber das weist natürlich darauf hin, dass die Rezeptionsgeschichte sehr schwierig ist bei Richard Wagner, ohne Frage. Die Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten ist bekannt. Sein Meistersinger-Vorspiel wurde zur Eröffnung der sogenannten Reichsmusikkammer gespielt, 1935. Und Wagners Antisemitismus ist auch ohne Frage am widerwärtigsten, denke ich, in seiner Schrift Das Judentum in der Musik. Also die Vorstellung, die dort geäußert wird, dass bestimmte Religionen, bestimmte Rassen auch nicht dazu in der Lage seien, gute Musik zu schreiben. Egal wie sehr sie das sozusagen wollten. Ja, also es ging durch gegen Mendelssohn, es ging auch gegen Meyerbeer, der als sein Konkurrent auch war in Frankreich etc. Also ganz starke persönliche Motive natürlich auch, andere Komponisten da sozusagen klein zu reden, eben mit dieser Argumentation, ihnen diese Kreativität
naturgegeben abzusprechen, die er natürlich hatte, ja, in seiner Selbstdarstellung. Wie geht man nur damit um? Es gibt zwei extreme Wege, ja. Ein extremer Weg ist zu sagen, die Musik kann nicht mehr gespielt werden. Also, was man vielleicht auch mit dem Begriff Canceln bezeichnen könnte, ja. Zu sagen, die Musik ist so konnotiert mit all diesen Dingen, die hat keinen Platz mehr in unserer Zeit, ja. Das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist sozusagen die blinde Verehrung eben im Sinne des Pilgertums, ja, die also diese ganzen Einwände einfach nicht wahrhaben möchte und sagt, ach ja, die Musik ist doch davon abstrakt zu denken, ja, die müssen wir von dieser Person trennen, was irgendwie auch nicht funktioniert. Und mir ging es so ein bisschen darum, zu überlegen, gibt es noch andere Wege, sozusagen zwischen diesen Extremen, sich der Musik zu nähern und diese Musik zu kommentieren, auch auf eine gewisse Weise. Und da dachte ich, wäre nicht eine komponierende Maschine, die ja definitionsgemäß eben keinem Volk, Religion oder sonstigen irgendwie Gruppe angehört, nicht eine ziemlich starke Antithese zu dieser, zu diesem Wagnerschen Nationalkunstgedanken? Und das war eigentlich der künstlerische Ansatz erstmal des Projektes, neben meinem persönlichen Interesse für die Technologie, die hinter Machine Learning und künstlicher Intelligenz steht. War also auf mehreren Ebenen jetzt sozusagen eine Zielstellung gegeben. Erstmal ganz im Allgemeinen betrachtet ging es darum, was ist unser momentaner Stand eigentlich auf diesem Gebiet? Also was können wir machen? Welche Musik können wir erzeugen? Wie klingt das am Ende? Spezifischer auf der nächsten Ebene dann auch die Frage, wie können wir die Musik Richard Wagners speziell dort einfließen lassen, dass es dort einen Bezug gibt, der über einen rein abstrakten hinausgeht. Also es sollte mit seiner Musik wirklich zu tun haben. Und auf der sozusagen detailliertesten Ebene der Konkretion dann, wir möchten ein Stück generieren und dann auch aufführen für Chor und Orchester auf Basis Wagnerscher Musik. Nicht ausschließlich, aber auch. Das heißt, wir verwenden Musik von Richard Wagner als Ausgangspunkt, um neue Musik fortzuschreiben, also einen Beginn, der aus Wagnerscher Musik stammt, sozusagen zu ergänzen. Eine große Besetzung. Maschinelle Komposition ist ein weites Feld und kann ganz verschiedene Dinge bedeuten, wie Sie sicher auch wissen und auch schon in anderen Kontexten vielerseits ja, gehört haben. Es kann bedeuten, dass man von Hand gewisse Regeln definiert, die man der Maschine gibt und sagt, okay, wenn das ist, dann tue das. Ja. Das werden wir gleich noch sehen, so ein Beispiel für ein System, von dem Sie sicher auch schon gehört haben, IRIEC. Es kann auch bedeuten, dass das System die Regeln selbst lernt. Also man kann den Unterschied auch vielleicht auch vergleichen mit einem, wenn ich eine Sprache lerne, ja, in der Schule und habe dann Grammatikunterricht, ja, und lerne eben bestimmte Regeln, okay. Dieser Fall, da muss ich diese Endung verwenden, etc. Das ist eine Art natürlich. Eine andere Art ist so zu lernen wie ein Kleinkind. Also sozusagen aus Beispielen das Wesentliche selbst zu extrahieren, selber die Regeln zu erlernen. Ja. Dem Kleinkind sage ich auch nicht, na, jetzt benutzt bitte mal Plusquamperfekt. Ja. Das ist natürlich Unsinn. Die andere Frage ist, was möchte ich eigentlich erzeugen? Also möchte ich Klang erzeugen oder möchte ich Notation erzeugen? Also symbolische Musik, wie man auch sagt, die ich dann auch aufführen kann, aber wo ich wieder diesen Schritt erstmal wieder brauche. Ne? Und das andere Frage ist, wie hoch ist eigentlich der menschliche Anteil in dem Prozess? Weil natürlich auf dieser Skala es auch riesige Unterschiede gibt, wie wir auch an Projekten ja sehen, die bereits existieren oder in den letzten Jahren auch sehr durch die Medien gegangen sind. Und erstes Stück oder was gemeinhin als erste maschinell erzeugte Komposition gilt, ist diese sogenannte Iliac Suite. Iliac nach diesem Computer, der also dort zu sehen ist auf der linken Seite, der ganze Räume füllt, ja, was heute nicht mehr so ganz vorstellbar ist, aber damals völlig normal war. Und diese Gemeinschaftskomposition zweier Herren, die beide Chemiker waren und Komponisten, da ist dieser Lejeron Hiller also zu sehen auf dem Bild. Und es gibt dort vier Sätze in dieser Suite, die auf unterschiedlichen, aber eben von Hand eingegebenen Regeln beruhen. Sie sehen ja den Anfang. Das gliedert sich in mehrere Experimente, wie die Autoren das benannt haben. Und wir können das gleich auch mal hören, aber kurz zur Erklärung. Hier ist es so,
dass das System in jeder Stimme separat generiert. Ja, die Stimmen hängen also erstmal nicht miteinander zusammen. Es beachtet keine Zusammenhänge zwischen den Stimmen, sondern jede Stimme einzeln. Und es wählt bestimmte Intervalle für den nächsten Ton, basierend auf Wahrscheinlichkeiten, die diesen Intervallen zugeordnet sind. Und diese Verteilung der Wahrscheinlichkeiten wird alle 2 Takte geändert. Ja, die erste Verteilung ist rein für das Unisono. Ja, das heißt, deswegen beginnt es alles mit einem Ton. Danach werden immer neue Intervalle hinzugefügt. Erst Oktaven, wie man im dritten Takt sieht und im vierten Takt. Dann kommen Quinten dazu, Quarten, große Terz, kleine Terz und so weiter. Es erinnert so ein bisschen an die Obertonreihe vielleicht, ja, von der Schichtung her. Gut, wir hören einmal rein, wie das Ganze klingt. Ja, D-Lake Suite. Es gibt viele neuere Projekte, die deutlich mehr mit dem zu tun haben, was wir gemacht haben, auch von der technologischen Seite her. Wenn wir noch Zeit haben am Ende, können wir auch nochmal reinhören. Ich würde erstmal die Hörbeispiele hier überspringen, einfach nur nennen, was ja, so Ähnlichkeiten auch aufweist. Also es ist einmal das MuseNet von OpenAI, basierend auch auf einer Transformer-Architektur, GPT-2. Vorgänger der jetzigen noch größeren Modelle von OpenAI. Ähnlich von der Architektur her Music Transformer von Google Magenta. Und dann größere Projekte, die von der Architektur her nicht so klar kommuniziert wurden von den Initiatoren, aber sehr viel Medienpräsenz erreicht haben. Einmal die Fortsetzung von Schuberts Unvollendeter durch die Firma Huawei, durch ein Smartphone angeblich, wo es nur darum ging, Melodie zu generieren, ja. Und die Instrumentation und die Ausarbeitung zur Komposition wurde durch den Komponisten vorgenommen. Wie groß dort der Anteil des Komponisten ist, ist meines Wissens nach nicht klar, sozusagen dokumentiert, ja. Und Beethoven, 10. Sinfonie. Sehr auch öffentlichkeitswirksam gewesen, ein Projekt der Deutschen Telekom mit verschiedensten Partnern und einem riesigen Team, also wirklich Größenordnung größer als das Team, was wir jetzt zum Beispiel zur Verfügung hatten. Und dort ist auch nicht so hundertprozentig klar, sozusagen die Grenzlinie zwischen menschlicher und maschineller Arbeit verlaufen ist. Man hat nur, man, es gibt ein Interview, wo erst gesagt wird, naja, unsere ersten Versuche, die waren unspielbar und wir haben dann komplett von vorn angefangen und haben gesagt, okay, wir müssen Komponisten mit einbeziehen, etc. Da zeigt sich, dass sicher auch ein wesentlicher Anteil dort kompositorischer Arbeit mit eingeflossen ist. Welcher genau, ist meines Wissens nach nicht genau bekannt. Hier als Übersicht eine, ja, sagen, grobes Flussschema, wie das Projekt abgelaufen ist und welche Parameter dort alles reinspielen. Ich muss mal ganz kurz drücken. Ich habe hier ein kleines Problem, weil mein Cursor hier verschwindet auf meinem Zweitbildschirm. Den brauche ich zwar jetzt noch nicht, aber schon. Ah, jetzt ist er wieder da. Okay, gut. Wunderbar. Schön, wenn sich Fehler nicht reproduzieren lassen. Das gibt einem ein sehr gutes Gefühl. okay, wunderbar. Also, es geht jetzt nicht darum, dass ich Ihnen diesen Schritt jetzt alle im Detail jetzt gleich erkläre, sondern einfach einen groben Überblick zu bieten, was alles im Workflow dabei war. Wichtig ist mir zu betonen, dass in jedem dieser Schritte menschliche Arbeit involviert war. Also man kann wirklich eigentlich sagen, oder menschliche Entscheidung auch genauer gesagt, ja. Wenn schon nicht Arbeit. Das heißt, ja, der Mensch ist hier wirklich überhaupt nicht raus aus dem Projekt, ja, weil es diese Vorstellung besteht. Das muss man sehr betonen. Entweder geht es darum, die Arbeitsschritte tatsächlich auszuführen, was beim Post-Processing ausschließlich
der Fall war, ja. Oder es geht darum, Parameter zu wählen, andere Entscheidungen zu treffen. Wie setzt sich zum Beispiel der Trainingsdatensatz überhaupt zusammen? Ja, das sind alles Punkte, in denen wir Entscheidungen treffen. Ich beginne mal mit der Erklärung des Prozesses, nicht so von links nach rechts, also von den Trainingsdaten, sondern so ein bisschen in der Mitte, also beim Erzeugen dann oder beim Trainieren und Erzeugen. Der Grund ist aus meiner Sicht, dass ein Verständnis erstmal des Reaktors, wie ich es jetzt genannt habe, der also die Ausgangsdaten frisst und dann neue Generationen ausspuckt, nötig ist, um zu verstehen, warum gibt es überhaupt die Anforderungen an die Trainingsdaten oder worin liegen die Schwierigkeiten auch dann bei der Nachbearbeitung. Sprache und Musik, warum verwenden wir Sprachmodelle vor allem? Das war auch in dem Fall so. Und warum gibt es überhaupt so einen Entwicklungssprung in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren? Das liegt aus meiner Sicht daran, dass eben die Modelle der Sprachverarbeitung einen unglaublichen Schub bekommen haben, bedingt durch technische Entwicklungen, Verbesserungen an den Modellen, auf die ich später dann auch kurz komme. Und warum wir das für Musik verwendet haben auch, ist, oder auch viele andere natürlich auch vor uns und nach uns, sind einfach gewisse Analogien zwischen Sprache und Musik. Also Analogien einmal dadurch, dass Sprache und Musik beide zeitlich gerichtet sind. Also sowohl sprachliche Dinge können sich, als auch musikalische Ereignisse können sich erstmal nur auf Dinge beziehen, die schon vorher stattgefunden haben, haben also eine Richtung. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Motiv habe, dann kann ich das nur wiedererkennen, wenn ich das vorher schon gehört habe, ja, wenn es vorher erklungen ist. Verglichen mit einem Bild zum Beispiel, also wir sehen ja bei den Bildgenerierungsmodellen ja auch wahnsinnige Entwicklungen. Und es stellt sich manchmal so ein bisschen die Frage, warum diese Art von Qualität jetzt bei der Musikgenerierung noch nicht erzielt ist. Und ein Grund ist wahrscheinlich, dass, sag mal, bei einem Bild es so ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Pixel mir vorstelle, was ich irgendwie minimal dunkler oder heller mache, ja, dann ändert das für mich erstmal das Gesamtbild das nicht wirklich, ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in einem Motiv einen Ton, einen Halbton transponiere, dann verändert das sehr viel. Ja. Es kann sein, dass wenn der in eine Harmonie eingebettet ist, der dann überhaupt nicht mehr dazu passt, ja. Und dort haben wir also einfach sozusagen einen noch dis ein das kann man nicht steigern, aber einen noch diskreteren Raum, war ich jetzt geneigt zu sagen, ja. Wohingegen wir so eine gewisse Art von Kontinuität hier haben bei zum Beispiel Bilddaten, ja. Und die erleichtern einfach das Training ungemein. Wir haben also ähnlich wie bei der Sprache ein endliches Vokabular von Symbolen. Das habe ich hier so ein bisschen dargestellt auf verschiedenen Zeitskalen. Ich kann natürlich die Zeitskala noch nach oben erweitern, ja. Aber wenn wir jetzt anfangen, eben bei Worten zum Beispiel, ja, dann würde das vielleicht korrespondieren, grob mit Motiven, mit Phrasen. Wenn ich weiter zerlege in Silben, vielleicht mit Akkorden, ja, das ist vielleicht nicht ganz eins zu eins jetzt zu übersetzen, ja. Und Buchstaben dann mit dem Tonmaterial, was ich verwende. Genau. Ups. Es geht um die Technik. Attention is all you need. Das könnte ja auch aus einem Übratgeber vielleicht stammen. Also Aufmerksamkeit ist das Wichtigste, ist alles, was du brauchst. Dieses Paper von Vaswani, muss man wirklich sagen, hat den Durchbruch auf dem Gebiet auch der Sprachverarbeitung ausgelöst, der maschinellen. Und wenn man es kurz vergleicht mit früheren Ansätzen auf dem Gebiet, dann ja, gibt es da zum Beispiel das RNNs, die Recurrent Neural Networks, die also zur Modellierung von Sequenzen davor auch jetzt noch natürlich ihre Berechtigung absolut haben, die so funktionieren, dass also die Zellen einen inneren Zustand haben, der hier mit H bezeichnet ist, der immer vom Input und vom vorherigen Zustand abhängt. Das heißt, was Sie hier sehen, ist im Prinzip der Verlauf einer so einer Zelle über die Zeit entfaltet, ja. Das bedeutet in dem Fall übertragen auf die Musik. Wir speisen also eine Notenfolge Schritt für Schritt in das Netzwerk ein. Das Problem dabei ist, dass damit eine parallele Verarbeitung eigentlich nicht möglich ist.
Ja, Sie müssen wirklich immer Schritt für Schritt reingehen mit Ihren Daten. Das heißt, Parallelisierbarkeit ist sehr schwierig. Ja. Demzufolge dauert das alles einfach sehr lang, ist sehr rechenintensiv. Und das eigentlich noch größere Problem ist dabei, dass aufgrund verschiedener mathematischer Gesetzmäßigkeiten es schnell dazu kommt, dass Beziehungen zwischen Elementen, die weit auseinander liegen, wieder vergessen werden, sozusagen. Ja. Also es fällt diesen Modellen schwer, Abhängigkeiten zwischen weit auseinanderliegenden Elementen der Sequenz zu lernen. Und es gibt verschiedene eben Hacks, das will ich jetzt mal sagen, um das zu verbessern, wie eben die LSTMs zum Beispiel, mit einer komplizierteren Zellarchitektur. Aber die Grundproblematik ist trotzdem bleibt trotzdem bestehen. Ja, und Attention löst dieses Problem auf eine andere Weise. Das Konzept der Attention kommt an ganz verschiedenen Baublöcken des Modells zum Einsatz. Ja. Aber hier lässt sich das vielleicht ganz anschaulich mal daran erklären, am Beispiel der sogenannten Self-Attention. Damit ist gemeint, dass das Modell selber lernt, auf welche Teile der Sequenz es seine Aufmerksamkeit richten will. Also was gehört zusammen und was hängt voneinander ab? Das Beispiel, was Sie hier sehen, von einer Erklärung des Google AI Blogs ist eigentlich ganz hübsch. Es geht um einen Satz, in dem bestimmte Elemente ganz unterschiedliche Bedeutung haben, wenn ich ein Wort austausche. Ja, also the animal didn't cross the street because it was too tired. Uns ist sofort klar, es geht, also wer war zu müde? Das Tier. Ja, also it bezieht sich auf animal in diesem Satz. Im rechten Beispiel, the animal didn't cross the street because it was too wide. Dort bezieht sich das it natürlich nicht mehr auf animal, sondern es bezieht sich auf die Straße. Ja, die Straße war zu breit. Ja. Das ist für das Netzwerk prinzipiell eben erstmal schwer zu verstehen. Ja, wie kann eben das gleiche Wort auf völlig unterschiedliche Dinge sich jetzt beziehen? Und über das Konzept der Attention kann das Modell sozusagen lernen, dass eben it auf der linken Seite sich bezieht auf Animal, also einen hohen sozusagen Attention hat für Animal und im anderen Satz eben auf Street sich bezieht. Und der Vorteil daran ist, dass das Modell dadurch auch Zugriff hat auf Elemente, die weit in der Vergangenheit sind und trotzdem diese Zusammenhänge lernen kann. Gibt es ein animiertes Beispiel dafür? Eine wunderbare Visualisierung von Google Magenta aus ihrem Projekt Music Transformer. Man sieht also hier so eine Piano Roll, ja, also im Prinzip von oben nach unten die Tonhöhen, von links nach rechts die Zeit und es wird immer farbig markiert, was gerade aktiv ist, welche Töne aktiv sind. Und was man jetzt gleich sieht, ist eine grafische Darstellung mit Bögen, in der die Beziehungen über die Attention sozusagen zwischen auseinanderliegenden Elementen dargestellt werden. Und man sieht hier so links dann solche Art gestrichelten Linien. Das ist so eine Art Tremolo-Motiv, ja, was immer mal wieder aufgegriffen wird, wie man auch sieht später. Und dann sieht man sozusagen die Verbindungen, ja, zu diesem vorhergehenden Motiv und sieht also, dass das Modell dann quasi sich erinnert, ah ja, das hatte ich ja schon mal, das könnte ich jetzt wieder verwenden, ja. Wir hören uns das einmal an. Und so weiter, ja. Kurze Frage der Trainingsdaten, ja. Also die grundsätzliche Architektur, Transformer, in unserem Fall auch verwendet.
Das Problem an der Sache ist, Attention ist schön und gut, aber wir haben es mit sehr, sehr datenhungrigen Modellen zu tun. Wenn wir das Beispiel GPT-3 von OpenAI uns ansehen, das wurde trainiert unter anderem auf dem sogenannten Common Crawl-Datensatz, der ungefähr 1 Billion Wörter enthält. Das verglichen mit klassischer Musik, muss man einfach sagen, ist der Korpus natürlich sehr begrenzt, ja, auf dem ich da trainieren kann, ja. Und es gibt auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass sozusagen Unmengen neuer Musik ständig in einer vergleichbaren Menge entstehen würden, ja. Im Internet natürlich die Datenmenge, die dort entsteht, wächst und wächst. Demgegenüber ist das Entstehen neuer Kompositionen eher, ja, gering. Dass der Korpus so sozusagen vergleichsweise begrenzt ist, ist sicher ein Grund auch dafür, dass die Leistungsfähigkeit noch nicht an das heranreicht, was wir bei Sprachmodellen derzeit sehen. Wer beziehen wir unsere Daten? Es gibt zwei Möglichkeiten grundsätzlich, oder worauf wollen wir überhaupt trainieren? Ja? Wir können natürlich Audiodaten verwenden. Das war der initiale Vorschlag auch des Geschäftsführers von Aleph Alpha, Jonas Androulis. Einfach mit dem Argument, dass es natürlich unglaublich viel Daten gibt auf dem Gebiet. Ja, ich kann alle möglichen Aufnahmen mir dort heranziehen. Habe also sehr große Datenmengen, die da sind. Auf der anderen Seite habe ich dort aber das Problem, dass ich, wenn ich Audio als Input habe, natürlich auch Audio als Output erstmal bekomme. Und das einmal natürlich dann auch wieder umwandeln muss in Notation, die ich dann, wenn ich das aufführen möchte. Aber andererseits auch das Modell erstmal lernen muss, überhaupt, was ist Klang? Ja, also wie modelliere ich den Klang? Es gibt sicher auch Modelle, um das sozusagen so ein bisschen hybrid zu machen, ja. Aber wir haben ein Beispiel, hatten ein Beispiel eben evaluiert, mit einem System, das nennt sich Variational Autoencoder, wo das Ziel war, dass das Modell sozusagen aus den Audiodaten selber eine Repräsentation lernt auf verschiedenen Skalen sozusagen. Also wo also der Klang, sozusagen die Details, das Timbre eben ganz unten oder oben, wie man das jetzt sagen möchte, sind, ja, und darüber sich immer andere Abstraktionsebenen ergeben, wo man dann vielleicht im Idealfall dann eben auch sowas hätte wie Phrasen oder Tiefe und so. Aber die Erfolge waren in unserem Versuch eher mäßig, weswegen wir uns dann doch dazu entschlossen haben, symbolische Daten zu verwenden. Symbolische Daten meint eben sozusagen Daten, die tatsächlich mit Notationselementen auch direkt verknüpft sind oder werden können. MIDI, Music XML als Beispiel, sehen dort wieder so eine Art Piano-Rolle. Ja? Dort ist natürlich die Umwandlung in Notation, die wir ja wollten, vergleichsweise einfach, aber die Datenmengen sind demgegenüber extrem gering. Besonders wenn wir über Orchestermusik reden. Daher war unsere Entscheidung dann, Klaviermusik zu verwenden, die in relativ hohem Umfang vorhanden ist. Wir haben natürlich erstmal evaluiert, welche Datensätze gibt es, welche sind bereits vorhanden. Und der größte Einzeldatensatz, auf den wir gestoßen sind, nennt sich Giant MIDI. Der Name ist sozusagen Programm. Über 10.000 MIDIs mit einer Gesamtdauer von über 1.000 Stunden. Die wurden auch, ähnlich wie wir das bei unserem eigenen Datensatz dann gemacht haben, aus YouTube-Aufnahmen transkribiert auf Basis von Komponistenlisten von IMSLP. Man hat also dort sozusagen geguckt, ja, welche Komponisten sind dort verzeichnet, welche Werke sind auf IMSLP verzeichnet, hat dann diese Werknamen sagen bei YouTube gesucht, immer das Top-Video benutzt und dann das Ganze transkribiert in MIDI-Format, dedupliziert etc. Ja, sicher ein toller Datensatz, natürlich mit all den Wirkungen, die diese Verfahrensweise hat. Ja, weil natürlich IMSLP jetzt in keiner Weise irgendeine repräsentative Schnittmenge bildet von Komponistinnen und Komponisten und Werken. Ja, sondern gibt es auch ganz andere Gründe, warum Werke dort nicht vorhanden sind, sehr oft vorhanden sind oder wie auch immer. Ja. Das Maestro-Datensatz, das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Der entstand wiederum bei einer International Piano E-Competition, die ich selber nicht kenne. Aber dort wurden sozusagen Pianistinnen und Pianisten gebeten oder haben sich beteiligt dort und haben auf so einem Yamaha-Diskklavier diese Sache eingespielt. Und man hat damit sozusagen parallel Klang
und symbolische, also und MIDI-Daten, ja. Und das war ein tolles Werkzeug, um das Projekt zu trainieren, was wir auch zur Transkription von Audio zu MIDI benutzt haben, mit dem Namen Onsets and Frames, was zu der Zeit eben vor ein paar Jahren dann dort auf dem Gebiet neue Maßstäbe gesetzt hat, weil das Modell natürlich dann super die Zusammenhänge zwischen Klang und MIDI-Ereignis daran lernen konnte. Jetzt sehen Sie auch dieses Pop-Datensatz und fragen sich vielleicht, warum, wie der jetzt dazu passt, dem Projekt. Das ist einfach so gekommen, dass ganz am Anfang unsere Prämisse war, wir brauchen Daten, Daten, Daten. Ja, wie Sie Bernie Sanders jetzt schon in dem Meme gesehen haben. Und wir mitnehmen alles, was wir kriegen können, erstmal. Ja. Und auf diese Weise sind auch mehrere Pop-Datensätze dann reingekommen in unsere Auswahl. Und als dann das Projekt weiter fortgeschritten war, gab es dann so Versuche, naja, was passiert denn, wenn wir das jetzt ausklammern aus dem Datensatz? Macht sowieso von der Dauer her gar nicht so, ist eigentlich, ja, ist vielleicht 1% überhaupt, ja. Und die Schlussfolgerung war, naja, es erhöht die Qualität auf jeden Fall nicht. Es gab sogar die Feststellung, dass es in manchen Bereichen die Qualität scheinbar auch erhöhte, auch wenn wir versucht haben, sozusagen romantische Klaviermusik zu generieren. Deswegen ist es dann drin geblieben in der ganzen Geschichte. Aber es war uns nicht klar, dass zwar dieser Giant MIDI-Datensatz ein sehr breites Spektrum von Musik gibt, aber wir eigentlich einen bräuchten, der einen Schwerpunkt hat auf der romantischen Epoche. Darunter natürlich auch Richard Wagner. Und die Musik Richard Wagners wiederum allein würde nicht ausreichen als Trainingsmaterial. Ja, so kam es dazu, zu der Idee, einen eigenen Datensatz zu kreieren. Und ja, man sieht so ein bisschen den Ablauf grundsätzlich, der hier beschrieben ist. Jetzt muss man natürlich ja auch sagen, die Liste von Komponisten, die Sie jetzt hier zum Beispiel sehen, ist natürlich total willkürlich. Ja, also es können dort alle möglichen anderen Komponisten auch drinstehen oder weggelassen sein. Ja, es gibt dafür jetzt keine rationale Begründung, also außer vielleicht sehr weit hergeholt, ja, dass man sagen kann, Liszt und Wagner ist natürlich, hat natürlich ganz enge Verbindungen zum Beispiel. Ja. Und Weber könnte man auch sagen, ja. Aber das ist im Prinzip willkürlich, muss man einfach so offen sagen. Und dann haben wir ein Verfahren genutzt, was ich rekursive YouTube-Suche jetzt hier genannt habe. Befasst so ein bisschen auch mein Part war, den ich implementiert habe. Erkläre ich dann gleich noch, wie das funktioniert hat. Dann haben wir also das Audio von YouTube downgeloadet und haben das transkribiert mit diesem Algorithmus, nicht Algorithmus, aber mit diesem System, Onsets and Frames von Google Magenta. Und am Ende stand dann eine manuelle Bereinigung. Das heißt, offensichtliche Fehleinträge zu entfernen. Dadurch das Verfahren, was wir benutzt haben, auch das Buche, gibt es überhaupt keine Gewähr, dass sozusagen die Musik, die wir also dort unter Richard Wagner eintüten, wirklich komplett von ihm stammt. Ja, sonst gibt einfach auch ganz lustige Sachen, also wo YouTube dann Videos ausspuckt, die zwar Richard Wagner in ihrem Titel haben, aber völlig andere Dinge enthalten. Ja, das haben wir versucht sozusagen auszuschließen, aber es gelingt natürlich. Was bedeutet rekursive YouTube-Suche? Es bedeutet Folgendes: Das Grundproblem ist, wenn ich keine Kenntnis von Werklisten schon im Voraus habe, so wie es also bei Giant MIDI gemacht wurde, kann ich zwar irgendwelche Suchanfragen eingeben, aber ich bekomme immer erstmal so ungefähr 500 Ergebnisse zurück. War zumindest so. Ich weiß, es kann ja immer sich mal auch ändern, was dort intern läuft bei YouTube, aber es war zu dem Zeitpunkt ungefähr 500, manchmal auch 600, aber nie mehr. Auch wenn sicher mehr Ergebnisse da sind. Ja. Das heißt, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben eine initiale Anfrage gestellt, zum Beispiel der Franz Schubert Piano. Haben die versucht, so offen wie möglich erstmal zu halten. Dann haben wir die Playlist heruntergeladen. Nicht die Videos, erstmal nur die Playlist. Dann haben wir daraus Videos gesampelt. Nicht willkürlich, sondern so, dass die Videos, die weiter oben sind, häufiger gesampelt werden als die, die unten sind, weil das ja einem gewissen Score entspricht, den YouTube generiert, warum es die Videos höher rankt. Ja? Aber wir wollten auch Videos mal dabei haben, die weiter unten sind, um auch neue Sachen möglicherweise nicht zu, nicht, dass sie uns nicht entgehen. Ja? Dann wurden diese Videos gefiltert. Wir haben also zum Beispiel geguckt, ist es überhaupt Klaviermusik? Haben dafür einen Classifier benutzt, der aus dem Giant Video Projekt stammt.
haben die Wahrscheinlichkeit also dort irgendwo gedeckelt, haben gesagt, okay, wenn es mehr als 80% Wahrscheinlichkeit ist, dann nehmen wir das Video, schauen wir uns das weiter an. Und wenn die Videos diesen Filterprozess durchlaufen hatten, haben wir aus den Titeln neue Suchanfragen generiert, nach einem bestimmten Prozess, der dann am Ende relativ komplex war. Aber das ist auch so ein bisschen Experiment eigentlich, ja. Und dann haben wir immer so eine Art, haben wir so Fühler ausgestreckt in Richtung der neuen Suchanfrage, haben geguckt, lohnt sich das jetzt wirklich, die herunterzuladen? Ein paar Videos getestet. Und wenn wir festgestellt haben, naja, 9 von 10 Videos, die wir da ausprobieren, sind überhaupt nicht Klaviermusik, dann ist die Suchanfrage wahrscheinlich schlecht. Ja. Und so in diesem Prozess haben wir so eine Art Suchbaum gefahren bis zu einer gewissen Tiefe. Ja. Und haben dann die Pfade weiterverfolgt, die am vielversprechendsten waren. Sieht man mal so einen Ausschnitt aus so einem Buchbaum, ja, der schnell natürlich extrem weit auch wird. Also kann man alles einstellen, ob er eher tief oder weit ist, ja, flach. Und man sieht also hier im Zentrum zum Beispiel diesen Titel, der auch schon sehr interessant ist, ja, Music Fantasy Synthesia OP Wanderer. Und sieht darunter also die Zahl der Videos, die dort erfolgreich den Filterungsprozess durchlaufen haben und dann an den Edges sozusagen des Graphs, an den Kanten dann immer die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit, muss man dann besser sagen, der Videos, die dann sozusagen die nächste Suchanfrage erfolgreich durchlaufen haben. Ja? Also 0,6 heißt eben zum Beispiel 60% der Videos der nächsten Suchanfrage waren erfolgreich. Und dann haben wir eben geguckt, na gut, das sieht sehr gut aus, ja, dieser Knoten sozusagen, den gehen wir jetzt weiter. Ja? Und Knoten unterhalb einer bestimmten Häufigkeit werden sozusagen abgeschnitten und gar nicht weiterverfolgt. Ziel ist sozusagen, in die Richtungen abzusteigen im Baum, der man auch noch neue Sachen findet und sozusagen das Maximum sozusagen rauszupressen, wenn man so möchte, aus YouTube. Ja, dann, wenn das einmal, wenn sozusagen die Autodaten dann da waren, ging es dann natürlich darum, daraus MIDI-Daten zu generieren, weil wir ja MIDI-Daten auch wieder, also auch MIDI-Daten trainieren wollten und MIDI-Daten erzeugen wollten. Dieses Verfahren, nur ganz kurz dazu, Onsets and Frames, ist zwar jetzt schon ein paar Jährchen alt, aber funktioniert, finde ich, immer noch erstaunlich gut, auch wenn es die ganzen neuen schicken Sachen, wie eben solche Transformer, überhaupt nicht verwendet. Ja. Das Onsets and Frames bedeutet, sie haben zwei Netzwerke eigentlich. Einer ist dafür zuständig, die Notenanfänge zu finden. Im oberen Bild zum Beispiel sind es also immer diese violetten Teile dort am Anfang. Und der Frame-Detektor ist dafür da, erstmal rauszufinden, erklingt gerade eine Note. Also erklingt in dem Frame X gerade eine Note. Und dann sozusagen im nächsten Schritt wurden dann Töne entfernt, die zwar angeblich erklingen, aber wo, zu der man gar keinen Anfang gefunden hat. Weil man festgestellt hat, dass diese wahrscheinlich fehlerhaft sind in vielen Fällen. Das basierte eben alles auf dem Maestro-Datensatz, der dafür natürlich eine super Grundlage war. Und ich kann mal einfach so einen Roundtrip durch diesen Prozess Ihnen vormachen. Also wir haben hier eine Transkription des Meistersinger-Vorspiels von Joltan Hoschis, ich weiß nicht, ob man korrekt ausspricht, gebe ich zu. Und das hören wir uns mal kurz an. Ja, so klingt das, ja. Also eine ganz normale, hervorragende Aufnahme. Und jetzt habe ich sozusagen dies einmal nach MIDI transkribiert mit Onsets and Frames und dann wieder sozusagen mit einem Piano Font in Wave zurückgewandelt. Und das Ergebnis ist das. Natürlich geht da Dynamik verloren, etc. Das hören Sie, aber trotzdem, also ich muss sagen, ich fand es faszinierend, als ich das erste Mal probiert habe, weil damit natürlich auch für uns eine Art Durchbruch war, dass wir sagen, wow, damit kriegen wir Unmengen von Daten plötzlich, ja, wenn wir dieses Verfahren anwenden. Sie können das selber testen unter dieser URL, PianoScribe. Da können Sie also direkt im Browser Sachen spielen und sich dann das Ergebnis anzeigen lassen.
Der Name des Datensatzes bitte mit Ironie versehen, ja. Aber Akronyme sind da ganz immer noch ganz in und schön. Deswegen das Great Romantic Piano Dataset. Die Häufigkeit des Erscheinens bestimmter Werke im Datensatz, darauf haben wir keinen Einfluss genommen. Ja, also es gibt da, ist ja so, dass es natürlich auch bei YouTube, ähnlich wie bei IMSRP vorhin beschrieben habe, ganz viele, also ganz unterschiedliche Fassungen auch gibt. Es gibt von manchen Stücken ganz viele Fassungen, von anderen Stücken ganz wenig. Es gibt auch gleiche Aufnahmen, die auf verschiedenen Kanälen hochgeladen werden. Das haben wir auch nicht dedupliziert, ja, muss man auch sagen. Insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, dass dass überhaupt nicht der Anspruch war, irgendeine Art von Gleichmäßigkeit der Repräsentation bestimmter Komponisten oder Werke herzustellen. Ja, es gibt also dort wirklich Selection Bias, wie man sagt, wo man hinschaut, also an allen Ecken und Enden. Ja, und es gibt auch Transkriptionen in dem Datensatz, die gar keine Klaviermusik sind. Ja, also das ist so, weil der Klassifikator eben von bestimmten wiederum händisch gesetzten Schwellenwerten abhängig ist. Und da rutscht immer auch mal was durch, was vielleicht ein Gespräch war über Richard Wagner, wo mal jemand dann drei Takte gespielt, zum Beispiel. Aber wir haben damit trotzdem geschafft, einen Datensatz zu generieren von ungefähr 1900 Stunden Länge, der also nochmal das deutlich übersteigt, was Giant MIDI hat und eben nur, also nur in Anführungsstrichen, ja, aus Musik dieser Epoche besteht. Jetzt geht's ans Training des Netzwerkes. Und da warten natürlich bestimmte Herausforderungen auf uns. Zu dem Thema Under-Overfitting sage ich gleich was noch im Detail. Das Problem automatisierte Evaluation. Damit ist gemeint, normalerweise beurteilt man den Lernverlauf des Modells anhand von Stücken, die das Modell noch nicht gesehen hat. Ja, also ich habe einen Datensatz, nämlich auch Validierungsdatensatz. Da gebe ich den Anfang, lasse das Modell die Fortsetzung schreiben und gucke dann, naja, kann es das jetzt ganz gut oder eben nicht. Ja? Wenn ich natürlich komplett neue Musik schreiben will, nützt mir das jetzt erstmal nicht so viel. Ja? Wie beurteile ich jetzt die Qualität von komplett neuen Generationen? Es gibt dafür statistische Maße, zum Beispiel die Zahl verschiedener Tonhöhen oder auch pro Takt die Zahl verschiedener Tonhöhen, die Verteilung von Notenlängen im Histogramm. Das Problem ist, dass viele dieser Maße eigentlich eher statistischer Natur sind, in dem Sinne, ich sag mal ein bisschen flapsig, ich könnte das Stück auch rückwärts abspielen, hätte immer noch die gleichen Kennwerte dafür, ja. Nicht ausschließlich, ja. Aber viele dieser Werte funktionieren so, ja. Und das zeigt auch schon ein bisschen das ganze Problem, dass das nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Das heißt, im Endeffekt bleibt mir oft tatsächlich nur menschliche Evaluation. Und dort ist aber natürlich das Problem der Quantität. Also wenn ich zum Beispiel, wir haben oft verschiedene Parameter getestet, ja, und ich habe zum Beispiel 10 Parameterkombinationen und kriege dann von unseren coolen KI-Cracks dann irgendwie 50 Stücke zu jedem dieser 10 Parameterkombinationen, selbst wenn ich mir nur eine Minute anhöre, bin ich schon bei 8 Stunden Musik, ja. Also wer soll das sagen anhören alles, ja. Das heißt, dort haben wir einfach wirklich ein Problem der Evaluation. Ist das gut, was wir machen? Genau. Und es geht natürlich auch um die Parameterwahl, wenn ich neue Samples erzeuge, was ich jetzt unter Kreativität versus Verrücktheit hier erstmal genannt habe. Und wo ich dann auch noch ein paar Beispiele dazu bringe. Ich schaue mal ganz kurz auf die Zeit und glaube, dass ich jetzt hier diese kleine Geschichte zum Thema Under- und Overfitting überspringe. Frau Feichtner sagt, naja, vielleicht doch nicht. Okay, ich versuch's. Ja, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Also, das ist ein Thema, mit dem Sie, gerade wenn Sie große Modelle trainieren, immer wieder zu tun haben werden. Und ich möchte Ihnen das an einem Beispiel einer kleinen Geschichte sozusagen versuchen nahezubringen. Die Geschichte geht so. Sie üben auf Ihrem Instrument, falls Sie ein Instrument spielen, ja, üben Sie Improvisation und Sie sind Fans der Akkordskalentheorie. Das heißt, Sie üben jetzt Skalen. Ja? Sie möchten lernen, welche Skala gehört zu welchem Akkord, welche Skala. Und Sie schreiben sich die Skalen also ganz altmodisch auf Karteikarten. Vorderseite die Noten, Rückseite, wie heißt die Skala? Ja? Was jetzt so sinnvoll ist, das unbedingt zu wissen, wie die heißt. Es geht ja vielleicht darum, sie spielen zu können, aber lassen wir das mal für die Geschichte. Ja? Natürlich schreiben sie sich auch die Skalen in verschiedenen Transpositionen auf.
Sie möchten ja die Zusammenhänge innerhalb der Skala verstehen und nicht nur die Töne auswendig lernen. Ja? Und jetzt kommen Sie also zum Unterricht und Ihre Dozentin sagt, spielt Ihnen eine Skala vor oder zeigt Ihnen die und sagt, jetzt benennen Sie bitte mal, was ist das eigentlich für eine Skala? Das nennen wir im Machine Learning Labeling, diese Aufgabe. Ja? Das heißt, ich bekomme eine Sache vorgesetzt und ich soll sagen, ja, welche Kategorie gehört das? Ja? Aus einer Auswahl von fixen Kategorien, diskreten Kategorien in dem Beispiel. Das sind die Skalen, die ich hier versucht habe zu lernen. Ja? So, ich fange an zu lernen. Ich sage dazu kurz als Erklärung, meine Dozentin spielt mir die Skala immer in Tonarten vor, die in meiner Sammlung sind, aber auch in Transpositionen, die ich nicht in meiner Sammlung habe. Ja? Das links ist sozusagen das, was ich in meiner Sammlung habe, das nenne ich hier Trainingsdatensatz. Das rechts nenne ich Validationsdatensatz oder Validierungsdatensatz, wie auch immer. Ja? Das habe ich sozusagen nicht gelernt. Das muss ich wissen, muss ich sozusagen mir erschließen aus dem anderen. Ja? Jetzt bin ich im ersten Stadium des Lernvorgangs. Das würde ich jetzt mal Underfitting bezeichnen. Ja? Das heißt, ich habe gerade erst angefangen zu üben und ich kann die Skalen eigentlich noch gar nicht wirklich ordnen. Ich mache sehr viele Fehler. Ja? Zum Beispiel mixolydisch, ja. Dann ist aber eigentlich mixolydisch Kreuz 11 und so weiter. Auch in die linken Seite. Als meine Dozentin das merkt, sagt, okay, gut, wir brechen das erstmal ab. Die transponierten Skalen, die brauche ich Ihnen noch nicht vor. Ja? Ich komme in mein nächstes Lernstadium, ich übe und übe und übe, habe die Karten mittlerweile ganz gut so verlernt und beginne zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Also was macht denn die Skala X oder Y aus? Zum Beispiel Phrygisch beginnt im Halbton. Ja? Dadurch bin ich fähig, dieses Wissen zu generalisieren. Das heißt, ich kann das in einen neuen Kontext übertragen, kann zum Beispiel eine andere Transposition der Skala auch vorstellen, wie die gehen könnte. Das heißt, hier unten alles grün. Meine Lehrerin spielt mir also Sachen vor aus meiner Karteisammlung. Das geht natürlich super. Sie spielt mir auch Transpositionen vor und ich kann alles sozusagen korrekt benennen. Ja? Große Zufriedenheit. Jetzt kommt der Teil der Geschichte, der vielleicht ein kleines bisschen sozusagen an den Haaren herbeigezogen ist, aber wichtig zum Verständnis des Overfittings. Ich komme also wieder zum Unterricht und meine Dozentin sagt, hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass zur Modulprüfung nächste Woche noch 10 weitere Skalen beherrscht werden müssen? Ich bekomme Panik. Ich schreibe mir also die Skalen auf neue Karten, die ich noch lernen muss und lerne jetzt Tag und Nacht. Durch den Zeitdruck ist aber das Problem, dass ich sie eigentlich nur noch blind auswendig lerne, die Skalen. Und ich habe ein gutes visuelles Gedächtnis. Ich merke mir, wie die Skala aussieht. Ah, da ist ein Vorzeichen, stimmt, da ist ein Vorzeichen, da ist keins. Und ja, zur Prüfung bekomme ich dann die Skalen in Transpositionen, die ich vorher im Unterricht gehabt habe und auch in meiner Sammlung nicht hatte. Ja, was passiert? Ja, ich kann mich zwar an das Bild der Skala erinnern, wie das war, aber ich kann es nicht generalisieren. Ja, ich kann es also in den neuen Kontext nicht übertragen. Und die anderen, die ich sozusagen auswendig gelernt habe, die klappen zwar perfekt, aber eben nur, weil sie auswendig gelernt wurden. Die Struktur dahinter, ist sozusagen verschwunden, ja, und ist durch auswendig lernen ersetzt. Das ist das, was man Overfitting auch nennen könnte. Wir sind eigentlich als Menschen dagegen relativ immun, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr viel größeres Problem im Machine Learning. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel dazu geben, noch wie sozusagen man sich das technisch im Hintergrund vorstellen kann, wie das kommt eigentlich. Ja? Anhand eines einfachen Beispiels, was mit neuronalen Netzwerken überhaupt nicht. Ja? Es geht nur um Polynome. Ja? Stellen sich vor, Sie haben eine Liste hier von Komponisten auf der linken Seite und Sie möchten den Zusammenhang verstehen zwischen dem Alter, das Sie erreicht haben, und der Zahl von Werken, die Sie komponiert haben. Ja, natürlich wissen wir alle, dass es unzählige Faktoren gibt, die darin reinspielen. Ja, aber wir möchten einfach mal nur diesen Zusammenhang betrachten. Ein gewisser Zusammenhang ist zumindest in der Auswahl, die ich Ihnen jetzt hier gegeben habe, ja auch nicht zu bestreiten. Ein Komponist wie Telemann, der sich da auch mit der Werkmenge extrem hervorragt, ist ja hat auch ein sehr hohes Alter erreicht für seine Zeit, 86 Jahre. Jetzt kann ich natürlich sagen, na gut. Ich ziehe jetzt einfach hier mal eine gerade Linie ein, die Sache. Und da hab schon mal so einen groben Zusammenhang der ganzen Geschichte. Ja? Also, wie hängt mein Alter mit der Werkanzahl zusammen? Was ich Ihnen jetzt hier oben reingeschrieben habe, MSE, ist der Mean Squared Error. Das heißt, ich nehme immer die Distanz des Punktes zur Linie, quadriere die, addiere das für alle Punkte, ziehe daraus die, ja, übliches Maß für Fehlerbestimmung.
Da komme ich halt auf diesen Wert x, 2083. Der sagt mir erstmal nicht so viel. Es geht ja jetzt darum, wie verbessert oder verschlechtert sich der Wert. Jetzt sage ich, ach, das ist ja ein Schwachsinn mit dieser Linie, ja, ich kann das viel besser. Ich nehme als Verwende also jetzt eine Parabel. Die schlängelt sich auch ganz elegant hier durch. Man sieht es auch, der Fehler wird schon kleiner, ja, 1441,9. Ja, aber ich kann es natürlich noch besser. Ich verwende jetzt ein Polynom dritten Grades, ja, was noch mehr Parameter hat, die ich anpassen kann. Ja, das gelingt mir auch noch besser. Ja, das heißt, mein Fehler sinkt weiter. Ich bin aber nicht zufrieden. Ich mache es noch einmal mit einem Polynom vierten Grades. Und das kann sich noch besser um die ganze Sache herumschlängeln. Mein Fehler ist so gering wie nie zuvor. Ja, mein mittlerer Fehler. So weit, so gut. Sie können sich vorstellen, dass wenn Sie natürlich genügend Parameter haben, könnten Sie das perfekt finden. Ja, das heißt, wenn das Polynom genügend viele freie Parameter hat, ja, können Sie das so zeichnen, dass es durch alle Punkte ganz genau durchgeht. Aber was ist daran ist das Problem? Das Problem ist folgendes. Es geht Ihnen ja nicht darum, die Daten, die Sie haben, perfekt abzubilden, sondern Sie wollen ja das extrapolieren. Das heißt, Sie wollen in neue Zusammenhänge das Ganze übertragen. Und jetzt ist die Frage, wie gelingt das denn eigentlich? Die Animation, die Sie jetzt hier sehen, ist folgendermaßen entstanden. Man nimmt immer einen Komponisten raus aus dem Datensatz und zieht wieder die gerade Linie, nicht gerade, zieht sozusagen die lineare sagen, Gleichung, ja? Und berechnet jetzt dann jeweils den Fehler. Man nennt das auch Cross-Validation, ja? Oder Kreuzvalidierung. Ja? Ich nehme also einen raus, generiere die Linie und gucke dann, wie der Fehler jetzt aussieht, also in Bezug auf den Punkt, den ich jetzt versuche vorherzusagen. Ja? Den ich also rausnehme, versuche ich vorherzusagen. Das, was bei innen steht, oben, ist der Fehler innerhalb der Punkte, die zum Datensatz noch gehören. Out ist der Punkt, den ich versuche vorherzusagen. Ja? Um den geht es mir ja. So, ich sehe also hier diese Werte. Ja, okay, die sagen mir erstmal nicht so wahnsinnig viel. Jetzt nehme ich meine Parabel. Ich sehe auch, okay, es ist zwar nicht viel, aber mein Fehler out, bei out, ja, also die Vorhersage, ist größer geworden. Okay. Vielleicht war das Modell noch nicht gut genug. Ich nehme also das wieder weitere Funktionen mit einem weiteren Term dazu und wie auch im vorigen Beispiel, es gelingt mir zwar immer besser, die Punkte, die ich kenne, zu finden, aber den Punkt vorherzusagen, den ich rausgenommen habe, gelingt mir immer schlechter. Mein Fehler ist noch größer geworden, ja? Und jetzt in dem Beispiel ist er noch mal größer geworden. Das heißt, wenn man so betrachten möchte, war eigentlich mein Ansatz vom Anfang, die einfache Gerade zu ziehen, sozusagen im Hinblick auf die Vorhersage, die beste Fassung. Ja, und das ist das ganze Problem sozusagen des Overfittings. Ja, ich habe einfach sozusagen eine Spannung zwischen dem Fitten der Daten, die mir bekannt sind, und der Vorhersage der Daten, die ich noch nicht kenne. Und das sozusagen in ein gutes Verhältnis zu bringen, ist die Aufgabe. Ich habe so ein kleines Beispiel, und zwar Tannhäuser-Ouvertüre in der Transkription von Franz Liszt. Aus unserem verwendeten Modell sozusagen, ja. Zunächst eine Variante, die wir nicht feingetunt haben. Das heißt, da ist das Modell noch relativ jungfräulich, wenn man so möchte. Also ja, man hat sozusagen den Anfang gehört, der Piep war das Ende des Prompts. Ja? Also Piep ist das Ende des Originals und danach kommt generiertes Material. Man merkt, ja, das Modell sucht so ein bisschen rum, was könnte es daraus jetzt machen, hat aber eigentlich noch nicht wirklich eine Vorstellung, wie das Stück weitergehen könnte. Ja?
Jetzt nach 3000 Feintunungs-Tipps ist nur die Fortsetzung jetzt. Man merkt immer so kleine Fragen, die so eingestreut sind, ja. Und jetzt nach 39.000 Feintuning Steps. Also im Prinzip, es ist nahezu eine 1 zu 1 Reproduktion des Originals, aber eben, wenn man so möchte, auswendig gelernt. Ja? Und das ist sozusagen der Ausdruck des Overfittings, dass es mir dann schwer macht, sozusagen neue Dinge zu generieren, weil das Modell eigentlich nur noch die Dinge wiedergeben kann, die es schon gelernt hat. Was einerseits faszinierend ist, dass es das sozusagen das Gedächtnis in so menschlich gesprochen besitzt, das zu tun, aber mir für das, was ich vom Modell erwarte, eigentlich nicht viel hilft. Ja? Jetzt zum Beispiel Kreativität versus Verrücktheit. Was meine ich damit? Es geht darum, bestimmte Parameter zu wählen bei der Generierung, durch die ich das Modell sozusagen kreativer machen kann bei der Wahl seiner Fortsetzung. Aber wenn ich es übertreibe, dann kommt im Prinzip eigentlich nur, ja, eben verrückte Dinge heraus. Wie funktioniert das? Ich habe ja am Anfang den Anfang der Meistersinger Ouvertüre, ja, hingeschrieben. Wir stellen uns vor, das Modell hat das bekommen, ja. Das ist rein fiktiv, ja, die Abbildung. Und es soll jetzt vorhersagen, welcher Ton kommt als nächstes. Das Modell gibt Ihnen nicht nur einen Ton vor, sondern sagt, okay, ich habe die Auswahl und ich habe zu jeder Auswahl eine Wahrscheinlichkeit. Modell hat aber zuerst auf der Schicht davor erstmal noch keine Wahrscheinlichkeit, sondern sogenannte Logits, ja, also Werte, die erst in eine Wahrscheinlichkeit dann wieder transformiert werden, ja, wo sozusagen ein Bereich, quasi schon ein Bereich von minus unendlich bis plus unendlich auf den beschränkten Bereich 0 bis 1 der Wahrscheinlichkeit abgebildet werden kann, ja, mit der sogenannten Softmax-Funktion. Und jetzt hat das Modell zum Beispiel bei Logit 4, sagt es, okay, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das G kommt, die halbe G, ja. Logit 3, bisschen unwahrscheinlicher, es kommt vielleicht das Viertel E, ja, noch unwahrscheinlicher, es kommt eine ganze D. Relativ unwahrscheinlich, es kommt das Achtel Ass, ja. Jetzt kann ich natürlich einfach die höchste Wahrscheinlichkeit immer nehmen, das, was also ganz oben steht, ja. Dadurch verfange ich mich aber oft in Schleifen, ja. Sondern ein Verfahren, was sehr oft angewendet wird, ist das sogenannte Temperature Sampling in Verbindung mit anderen Maßnahmen noch. Das heißt, ich dividiere zunächst die Logits durch einen bestimmten Faktor und verändere damit die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die am Ende rauskommt. Das heißt, ich kann sozusagen unwahrscheinlicheren Fortsetzungen eine höhere Wahrscheinlichkeit verleihen im Verhältnis zu den wahrscheinlicheren. Ne? Oder auch umgekehrt. Also ich kann sozusagen, wenn ich den Wert T eben sozusagen gegen 0 streben lasse, die sogenannte Temperature, sagt das Modell wirklich, okay, ich kann eigentlich nur die wahrscheinlichste Fortsetzung nehmen. Ja, und ich assoziiere damit die Wahrscheinlichkeit theoretisch 1, ja, wenn es mathematisch jetzt nicht möglich ist in dem Fall. Oder im anderen Fall, wenn ich T den Temperature-Wert gegen unendlich gehen lasse, ist das Modell sozusagen völlig egal und assoziiert mit jedem der Fortsetzung die gleiche Wahrscheinlichkeit, hier in dem Beispiel ein Viertel. Ja? Das heißt, das ist meine Stellschraube, sozusagen, um zu sagen, wie kreativ darf das Modell sein? Das als Beispiele. Es geht um den Chor, auch in unserem Projekt ging es dann um den Chor, da zu dir der Heiland kam, gleich nach dem Vorspiel in den Meistersingern. Den wollten wir sozusagen fortschreiben auf eine neue Weise. Und jetzt habe ich Ihnen mal zwei Beispiele mitgebracht. Sie sehen einen, wo die sogenannte Temperature für die Tonhöhen auf 0,5 gesetzt wurde. Also das Modell ist sehr konservativ, sagen wir es mal so. Ja?
Ja, es wird, also ja, es fehlt sozusagen keine Verbindungen, die einem irgendwie aufschreien lassen, ja. Es nudelt so ein bisschen vor sich hin, ja. Jetzt ein Beispiel, ich nehme 2.0, also eine höhere Temperature für die Tonhöhen. Und jetzt beginnt das Modell schon langsam so ein bisschen zu eskalieren. Ja? Wenn ich den Wert natürlich nur noch höher wähle, kann man sich vorstellen, was passiert. Also irgendwann wird es einfach ganz wild, ja? Weil einfach ganz unwahrscheinliche Fortsetzungen dann sehr oft gewählt werden. Das heißt, meine Parameterwahl variiert so ein bisschen eben zwischen diesen Komponenten. Ja? Es gibt noch viel mehr Komponenten noch, aber in unserem Beispiel war es vor allem so, ich möchte also einerseits den Punkt versuchen zu finden, wo ich nicht zu so viel Overfitting habe, das Modell sozusagen so steif ist, dass ihm gar nichts mehr einfällt, wenn dann eine Wendung kommt, mit die es noch nicht gehört hat, ja. Und dann sich so ein bisschen einfach die Reaktionsfähigkeit fehlt, ja, eben durch das viele Auswendiglernen, wenn man das so übertragen sehen möchte. Natürlich soll es aber auch in gewisser Hinsicht schon spezifisch auch sein, in irgendeiner Form auf Wagnersche Musik. Und auf der anderen Achse eben, einerseits möchte ich nicht, dass das Modell nur repetiert und einfach nur immer die wahrscheinlichsten Dinge einfach nachplappert. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch nicht, dass es völlig verrückt ist und durchdreht. Ja. Genau, kommen wir zu unserem Generierungsprozess. Ja. Wir haben also dazu, wie der Heiland kam, diesen Anfang des Chorals ausgewählt. Der Grund ist einfach, dass das Stück, was wir generieren wollten, natürlich Chor einschließen sollte. Also der Chor musste dem auch Chorabschnitte enthalten. Und wir haben diesen Choral, erster Akt, direkt nach dem Chor ausgewählt. Und ich habe das dann auf einem Yamaha Silent Piano mit Mini-Ausgang eingespielt, weil es das auch nicht gab im Datensatz. Ja? Das brauchen wir jetzt nicht anzuhören, glaube ich, das ist Ihnen vielleicht bekannt. Ja, wow, der Wow-Moment, ja. Es ist natürlich in so einem iterativen Prozess immer so, man schickt sich Sachen hin und her, man optimiert dort, man ändert dort, man hört sich irgendwie an und denkt, ja, okay, vielleicht besser, besser, schlechter, wie auch immer. Und es gab dann also eine Generationsrunde, wo so gleich die erste Datei, die ich angehört habe, wo ich dachte, das ist wirklich interessant, ja. Damit könnte man tatsächlich was anfangen, nachdem vieles vorher auch so war, dass man dachte, naja, okay, mal sehen. Genau. Also hier auf der rechten Seite, weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist sozusagen der Ausdruck dieses so eine Art Spektrogramms von einem Radioteleskop, was eben eingegangen sind, ist sozusagen in die Geschichte als Wow-Signal. Also das bis heute, glaube ich, sozusagen vielversprechendes Signal für außerirdische Intelligenz. Wo eben der Techniker, der da dran saß, dann das eingeringelt hat und gesagt hat, wow, weil es so stark war, ja, also die Buchstaben, die stehen wenn die Zahlen nicht mehr ausreichen, kommen die Buchstaben. Das hat er eingeringelt für die Signalstärke. Aber hat vergeblich dann auf eine Fortsetzung des Signals gehofft, konnte nie wieder gefunden werden, auch wenn man alle möglichen Radioteleskope draufgelegt. Das nur kurz zur Erklärung. Ich spiele jetzt mal vor, sozusagen den Übergang zwischen dem ersten Prompt, also dem Anfang des Chorals und der Neugenerierung. Und bei mir kam zum Beispiel bei diesem Arpeggio, was Sie hier sehen, in der Harfe sofort diese Assoziation einer Harfe, wo ich dachte, das könnte eine Harfe spielen. Das lässt sich vielleicht jetzt objektiv gar nicht so verstehen, ja. Aber wenn man so lange an so einem Projekt arbeitet und immer wieder so diese Sachen anhört und dann irgendwann denkt, ja, das ist interessant, ja. Auch wenn es vielleicht objektiv betrachtet klingt erstmal, naja, okay, ja. Interessant, aber auch nicht besonders spannend. Jetzt hören wir uns das Ende mal an, dieser ersten Generierung. Jetzt spätestens merkt man, dass der Kontext absolut verloren geht. Ja?
Das heißt, der Piep war sozusagen das Ende dieses Parts. Dort haben wir sozusagen einen Cut gemacht, haben gesagt, okay, erstmal bis dorthin, ja. Ja, jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Wow-Moment. Wir haben also das wieder eingespeist ins Modell als neuen Prompt, ja, und haben gesagt, schreiben wir das bitte wieder weiter. Und das war mein zweiter Wow-Moment, also dieser plötzliche Astmor-Einsatz, ja. Ich dachte, was ist das denn? Und jetzt, und dann natürlich auch in Verbindung mit diesem choralartigen Satz, ja, wo ich dachte, super, das ist wieder Chor, ja, dort kann Chor erklingen. Das Ende der zweiten Neugenerierung lasse ich jetzt weg, ja, dort ist der gleiche Faktor wieder zu sehen. Ja? Nach einer gewissen Länge der Zeit sozusagen verliert das Modell einfach den Kontext. Das heißt, wenn man es hier nochmal im Überblick betrachtet, ja, wir haben also einen Punkt hier aus, den ich eingespielt habe, gehabt, haben eine Generierung gemacht, haben das Ende der Generierung weggeschnitten, 12 Sekunden, haben das wieder eingespeist als neuen Prompt, haben wieder generiert, haben das Ende wieder weggeschnitten und beides kombiniert und in diesem zweistufigen Prozess die finale Fassung erzeugt. Ist damit aber natürlich die Arbeit nicht getan, kein Beweis, sondern das ganze Post-Processing-Thema geht an. Das heißt, ich habe MIDI-Daten. Und was mache ich jetzt bitte damit? Ja, ich habe also hier in dem Meme zu sehen, wirklich, also ich nicht, ja, sondern die Experten von Aleph Alpha und Theo Darmstadt monatelang an ihrem Modell fein getuned und alle Parameter. Ja, und jetzt bastel ich von Hand tatsächlich die MIDIs, also in Notation. Ja. Ja, das MIDI-Format ist Ihnen grundsätzlich sicher bekannt, ja. Hier wieder die Piano-Rollen-Ansicht. Genau, also so sieht das dann aus. Ja, Anfang des Chorals, ja. Ups, wow. Genau, jetzt ist das Modell Ausdruck natürlich nicht so schön, wie ich das dort eingespielt habe, sondern es hat ja auf Basis von Aufführungen gelernt. Ja, das heißt, es lernt Agogik und alles, ja, dazu. Und meine Aufgabe ist jetzt, das wieder umzuwandeln in Notation. Wenn Sie sich das jetzt fragen, ja, warum macht er das eigentlich von Hand? Ich habe tatsächlich verschiedene Strategien versucht, um das Ganze algorithmisch zu lösen. Bin aber nicht wirklich weitergekommen zu einem Stand, wo ich dachte, ich brauche für die Nachbearbeitung nicht nochmal mehr Arbeit, als wenn ich es gleich von Hand mache. Ich habe auch keine Tempoinformationen, zum Beispiel in den MIDIs. Ja. Hier sieht alles so schön aus mit irgendwelchen Measures. Das ist aber rein fiktiv, denn das, was die Transkription Wave MIDI ausspuckt, hat immer Tempo 120. Ja. Das ist einfach fiktiv. Es kann das Tempo ja nicht wissen. Ja. Und es skaliert einfach dann die Dauern so, dass die absolute Tonlänge dann passt. Das heißt, es nützt mir einfach nichts. Also an dieser Stelle habe ich wirklich gegrübelt, habe gedacht, wie soll ich das jetzt notieren, diesen Rhythmus? Ja. Erst habe ich das Ganze in den Klaviersatz sozusagen getan. Ja. Und ja, man sieht hier so ein bisschen den korrespondierenden Code auch mal kurz dazu. Lilypond-Code zu dieser gelb markierten Stimme. Führt jetzt zu weit, führt das jetzt im Detail zu erläutern, aber vielleicht kennen Sie es auch schon. Aber das ist natürlich nur der erste Schritt, denn ich habe auch keine Informationen über verschiedene Stimmen. Ich habe wirklich einfach nur Klaviersatz. Das heißt, die nächste Aufgabe ist, daraus Stimmen zu extrahieren, was ich hier so in farbig markiert habe. Und dann im letzten Schritt das Ganze zu orchestrieren. Ja, die Oktavlagen des MIDI, also ich habe insgesamt mich versucht, sehr genau an das zu halten, was das MIDI vorgab. Ich habe keine Töne weggelassen oder korrigiert, sozusagen, ja.
Was ich gemacht habe, ich habe Töne verdoppelt, ich habe auch kürzere Töne sozusagen eingefügt, teilweise in Instrumenten auch die Oktavlagen sozusagen noch erweitert, ja, also Töne, die schon da sind, auch in anderen Oktaven gebracht. Aber habe eben sehr versucht, die Oktavlagen des MIDI als Instrumentation Hinweis zu nehmen. Hier hört man kurz das Endprodukt. Nur für diese Stelle, ja? Natürlich war auch Inspiration der originale Orchestersatz, ja, nur mal an einem Beispiel hier kurz gezeigt, ja. Wenn Sie gucken, zweite Geigenbratschen im Original haben eben oft diese Figur hier, also hier spielt sozusagen Cello spielt sozusagen Melodie, ja. Kontrabass, zweite Geigenbratschen, Tupfen, Akkorde. Und genau dieses Schema habe ich dann auch hier angewendet, ja. Also Inspiration sozusagen vom originalen Orchestersatz. Zum Resümee des Ganzen, ist es uns gelungen, Wagner zu entzaubern? Nein. Also, das muss man ganz klar so sagen, ja. Das Phänomen der Kreativität durch maschinelle Imitation zu entzaubern, das ist uns wirklich nicht gelungen. Aus den Gründen, die ich hier aufgeführt habe, ja. Die Frage ist halt jetzt, und die stellen sich, glaube ich, viele nicht nur in Bezug auf Musikerzeugung, liegt es einfach daran, dass unsere Modelle noch zu klein sind? Ist also Upscaling die Lösung? Wir brauchen noch größere Modelle, wir brauchen noch mehr Compute. Dann wird es funktionieren. Oder haben wir doch einfach die Natur kreativer Prozesse noch nicht ausreichend verstanden und können sie deshalb nicht modulieren? Ja. Nochmal LeJaron Hillard zitieren. Man muss ihm sozusagen nicht unbedingt folgen, das kann jeder selber sozusagen entscheiden, ob er diese Prämisse teilt, dass also Computer in Verbindung zu den Worten denken und kreieren zu bringen, prinzipiell ein Fehler ist. Ja. Ich würde sagen, also mir fällt es schwer zu glauben, dass sozusagen ein Computer prinzipiell nicht zur Kreativität fähig sein solle. Es wäre natürlich toll, wenn die Künste in der Hinsicht ein Alleinstellungsmerkmal behielten, aber ich bin mir da nicht so wirklich sicher. Was ich halt wichtig finde, und das ist in dem letzten Satz angedeutet, die Transparenz, also in künstlerisch-wissenschaftlichen Gemeinschaftsproduktionen, die Klarkommunikation, was ist maschinell, was ist menschliche Nacharbeit, um das so zu sagen, ja. If I had deleted everything that disturbed me aesthetically, I would have falsified the research record, ja. Und das ist also das natürlich Grundlage jeder Wissenschaft, ja, aber wir wissen ja, dass es allgemeine Probleme gibt, natürlich, dass einfach Sachen publiziert werden, aus denen dann die Sachen, die vorher alle nicht geklappt haben, natürlich gelöscht sind, obwohl das viel interessanter oft wäre, was gescheitert ist an einem Projekt, ja. Ganz kurz möchte ich noch den Umweltaspekt auch mit einbringen. Nur kurz als Größenordnung, um zum Beispiel das GPT-3 Language Model zu trainieren in der höchsten Ausbaustufe, gibt es die Berechnung aus diesem Carbon Tracker Paper, dass 180 Megawattstunden Energie verbraucht wurden, entsprechend des CO2-Ausstoßes 85 Tonnen circa, bei einem bestimmten Energiemix, ja. Und das im Vergleich gesetzt zu dem CO2-Ausstoß einer durchschnittlichen Person pro Kopf und Jahr in Deutschland von 11 Tonnen. Das kann man jetzt unterschiedlich einordnen und kann sagen, wow, das ist sehr viel. Man kann auch sagen, ja, das Modell kann ich ja immer wieder wiederverwenden. Ja. Dass die Erzeugung neuer Dinge aus dem Modell ist natürlich bei Weitem nicht so intensiv, energieintensiv. Je nachdem, ja, wenn natürlich Millionen von Anfragen an das Modell kommen, Sachen zu generieren, dann sieht es wieder anders aus. Ja. Das Problem ist, was wir hier auch sehen, die Modellgrößen wachsen exponentiell. Das heißt, die Skala, die Sie links sehen, ist logarithmisch, ja. Und ja, also wo führt das hin? Ja. Ich möchte mit diesem Satz von Stanislaw Lem schließen gern meinen Vortrag. Mittlerweile ist eine enorme Bibliothek über die vergeblichen Versuche, KI zu erzeugen, entstanden. Der Mensch sollte sich besser bemühen, selber intelligent. Das also als Schlusswort, und ja, damit bedanke ich mich für Ihr Interesse an diesem Projekt, was als Kooperation dieser Institution, entstanden ist.